Hallo, man nennt mich Mr. Well Done. Ich sah dem Szenario zu, welches dich zeugte, und ich schrie vor Ekel dabei auf. Ich sah deine Geburt, wie du, ein bedeutungsloses Parasit, zahn- und haarlos zur Welt kamst. Meine Zähne wieder und wieder voller Abscheu zusammenbeißend, bis ihre Oberflächen matt und glatt waren. Ich werde sehen, wie du älter wirst, wie sich dein Fleisch von deinem Körper reißt, und ich werde grinsen und kichern, lachen und lachen, immerzu. Ich werde sehen, wie du dich mit unnötigen Chemikalien gefüllt, wie ein Wassertank in die Erde, zu den augenlosen Tieren begeben wirst, um selbigen als Mahl zu dienen, und ich werde vor Schadenfreude aufheulen. Denn ich weiß, wo ihr sein werdet. Ich weiß, wo ihr sein werdet. Ich kenne alle Geheimnisse dieser Welt und alle Welten abseits und davor. Ich werde das Ende mit offener Tür begrüßen, doch kann ich die Tür nach einmaligem Öffnen nie wieder schließen. Du wirst diese Geschichte lesen, in der Unwissenheit, dass du mit jeder, die du lesen wirst, mit jeder, die du selbst niederschreibst, mit jeder, deren Anteil du erhebst, und mit jeder, die du erweiterst, das Ende anlocken wirst. Denn es wird viele unter euch geben, die versuchen werden, die Geschichten zu suchen. Diese, welche es mit viel Hingabe tun, werden sehen, dass viele von den Geschichten nur der niederen menschlichen Fiktion entsprechen. Andere werden erschüttert sein, und andere werden dich für den Rest deines bedeutungslosen Lebens verfolgen. Andere werden dir das Fleisch von deinen Knochen reißen. Und aus eben jenem Fleisch werden mehr Geschichten gestaltet, verzerrt und verdreht, um die Neugierde vor Angst kreischen zu lassen. Und ich werde lächeln, meine Zähne eng, eng, noch enger aneinander knirschend, bis einer mit einem dumpfen Knack bricht. Meine Augen fokussiert, alles an seinem Platz fallend, weit und leer. Weinend und schrumpfend, mit geschmackvoller, langwieriger Agonie. Ich bin so aufgeregt, so sehr aufgeregt. Einige von euch würden sogar ermutigt sein, wenn sie das lesen. Der kranke Teil eurer Seele, dem es nach dem Ende gelüstet, schreit, dass es nach blankem Horror, Blut, die Pein und den Tod zu sehen wünscht. Es will sehen, was sich in der Dunkelheit außerhalb der Sinne des Menschen sehen, riechen, schmecken, hören und fühlen befindet. Komm, komm mit und seht. Ich werde euch so wunderschöne Dinge zeigen.